John C. Hallihallo ihr Lieben, seid ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Teil GTA Online Challenges. Wir sind hier am Start, haben was Geiles für euch vorbereitet. Zusammen mit mir am Start mit meinem Bro Tomek. Was geht ab? John Cena! John Cena! Herzlich willkommen! Neue Challenge am Start. Wir werden gleich wieder in ein Auto steigen. Wir machen heute Karambolage. Wir mischen die Polizei ein bisschen auf. Kev mischt mich in der Zeit ein bisschen auf. Ja, wir sind wieder zu zweit unterwegs. Schaut in die Beschreibung. Und Kev, was so machen wir es heute? Erstmal möchte ich sagen, Dankeschön für euren Support, dass ihr wieder eingeschaltet habt in die GTA Online Challenges. Ich find's mega geil. Ich bin ein bisschen verschnupft irgendwie, deswegen entschuldigt gelegentliches Räuspern. Aber euch hat die John Cena Challenge so gut gefallen, dass wir gedacht haben, wir stehen hier vor dem Polizeirevier. Und hier werden immer die Autos abgeschleppt und wir tun einfach mal allen GTA Online-Spielern einen Gefallen und werden die Polizisten rauslocken und versuchen, diese mit der John Cena Challenge umzureißen. Das hast du schön gesagt. Allen GTA-Spielern und der Community einen Gefallen tun. So, was beinhaltet die John Cena Challenge? Ihr habt es vielleicht schon mal gesehen, es gab schon einen ersten Teil. Man steigt in einen Wagen, man zerstört ihn am besten so, dass man die linke Tür oder halt bei der ersten Karambolage, dass die linke Tür weg ist und dann jumpt man raus. Und dann, ich habe zwar gelesen in den Kommentaren, dass das eigentlich der Move von Randy Orton ist, aber wir nehmen es einfach mal John Cena dahin. Ja, ganz ehrlich, also die Leute sind da sowieso viel besser informiert als wir. Ja, ich habe jetzt schon richtig. Nur einen Stern, Tomek, und ich würde sagen, 12 Minuten Timer, es geht. Okay, fang einfach schon an, ich stelle noch schnell den Timer, passt. Hast du die Tür schon abgemacht bei dir? Nee, habe ich noch nicht. Achso, ich dachte, weil du es gerade erklärt hast. Nee, ich bin nicht rechtzeitig rückwärts gefahren. Timer 12 Minuten. Ich habe ihn jetzt einfach mal gestartet. Kev, komm, und leg einfach los. Es geht los. Warte, dann steige ich ihn erstmal aussteigen. Wir fangen ganz sicher an. Wichtig ist an dieser Stelle, es zählen nur Sterne. Also nur Polizisten zählen. Und deswegen würde ich auch sagen, es ist nur Pistole erlaubt. Der Fan ist halt, du hast ja keine Haftbomben, ne? Ich habe keine, ne. Deswegen muss man wohl erstmal ein bisschen für Tumult sorgen. Oh, die Tür ist schon wieder zugeschlagen. Das gibt's doch nicht. Ich hol mir mal ein paar Sterne. Alter, drei Headies, einer nach dem anderen. Nice. Ich glaube, ich hol mir auch ein paar Sterne. Da vorne, Junge, das ist Wahnsinn, ne? Ich baller jetzt schon ein bisschen mit der Pistole rum. Solange du keinen triffst, ist das anscheinend völlig in Ordnung in Los Santos. Komm, in den USA. Oh, da kommt die erste Bullerei. Ich sehe sie. Ja, ich habe auch schon einen Stern. Das Ding ist... Ich habe ihn vor ihn gesprungen und gestorben. Ey, warte, ich springe jetzt das. Nein. Ich erschieße den Polizisten. Das ist im. Oh! Ey, oh, zweiter John. Stern, aber ich habe ihn nicht erschossen. Okay. Genug Polizei ist in Aufruhr. Ey, das gibt's doch nicht. Tomek, das war John Cena. Wie konnte das nicht klappen, Alter? Oh, fuck! Ich habe ihn aber mit meiner. Ich sag mal so, halber Punkt mit der Tür erwischt. So, das Geheimnis ist ja wirklich, die Polizei aufzumischen, nicht zu sterben. Hier ist ein Bulle. Das ist wirklich richtig schwierig, glaube ich. Von daher könnte es vielleicht ein paar weniger Punkte insgesamt geben. Aber wo sind die Polizisten? Ach, da ist ein Polizist. Ja, die müssen auch aussteigen und auf uns. Die dürfen halt nicht in den Autos. Ja, das Ding ist, ich habe jetzt mal ein paar angeschossen. Oh, hier steht einer. Komm. Scheiße, ich war nicht schnell genug. Okay. Ah, der Polizeiwagen hat mich blockiert. Wir müssen weggehen, Tomek, weil die stehen in diesem komischen Vorhof. Ja, ist wirklich so. Ich fahre mal ein bisschen weg, lass den ein bisschen Luft und dann komme ich mit Vollgas zurück. Oh, okay. Oh, der okay, Polizei, hier ist, komm, steig aus. So, warte, ich fahre da mal hin. Ich fahre mal... Achso. Ja, ich werde ihn sabotieren. Ich sabotiere dich. Ey, diese Challenge ist auf jeden Fall sehr eng geschnürt vom Platz her. Ja, ganz ehrlich, ich... Ey, die Polizei, die soll... Ah, da ist ein Bulle! Nein, nein, der Polizist klaut einfach ein random Auto! Was? Tomek, ey, das Blöde... Ey, die sind alle korrupt, Alter, ich habe es gewusst. Ich bin gerade am überlegen. Ich bleib mal stehen, warte, ich schieß mal ein bisschen auf die, dann müssen sie ja aussteigen, oder? Ich glaube auch. Junge, seht zu, Alter, hier. Da vorne ist ein Polizist! So. Nein, ich hab vergessen, meine Tür abzumachen. Nein, und ich... Wirklich? Ja! Das ist mir vorhin auch schon passiert. Nein! Junge, es ist echt nicht einfach. Nein. Du bleibst stehen, dann steigen sie aus, fangen an, auf dich zu schießen. Wenn sie dich erschießen, bist du erstmal... Es geht los, Tomek! Ey, ich will... Ja, ich hab ihn abgerissen! Wirklich?
Daddy-O hat ihn weggerissen. Also erster Point oder was? Ein Punkt für Papa. So, ey. Nice. Junge, ich hab wen erschossen und hab keinen Stern. Ey, die wollen mich doch verkackern hier in Los Santos. Ey, ganz ehrlich, ich hab grad einen Mann erschossen. Das juckt die Polizei nicht, keine Stern. So, aber auf Polizei schießen ist immer ein gutes Patent. Oh, ich hab ja. Wieso hab ich die Waffe ausgewählt? Hab ich doch grad. Nein, du hast den Bullen erschossen hier, ne? Ja, tut mir leid. Ich wollte gerade. Er ist nicht schlimm, ich wollte gerade auf ihn zufahren. Komm. Junge, und vor allen Dingen, die sind auch noch so. Oh, ich hätte dir fast ein Handy gegeben. Im Endeffekt sind sie auch noch so gut und verstecken sich hinter den Autos, ey. Wie soll ich. Also komm, manchmal laufen die halt wirklich frei rum. Man muss nur wirklich ein paar Leute sammeln. Aber hier scheint keiner mehr zu sein. Die sind alle tot, Tomik. Das ist wirklich so. Wir müssen noch weiterfahren. Okay. Da kommt die Bullerei, da kommt die Hubschrauber, ja. Ich fahre jetzt auch einfach zu einem Polizeiwagen. Und Boot! Hier ist einer. Komm. Hier, Polizei, hier bin ich. Junge, du... Ja, Scheiße, ich bin fast gestorben. Drei Sterne, alles klar. Alter, ich bin fast gestorben, Tomek. Das ist richtig schwer zu überleben, ne? Ganz ehrlich. Ich finde es sogar cool, ey, weil bisher haben wir viele YOLO-Challenge. Diese Challenge ist ein bisschen anspruchsvoller. Nein, ich bin gestorben. Okay, drei Polizeiwagen um mich. Steig doch aus, Jungs. Sind alle ausgestiegen. Junge, ist es so, solange ich nicht aussteige, wollen die auch nicht aussteigen? Ey, Leute, steig doch... Du musst stehen bleiben, glaube ich. Es gab mal eine Nachricht von einem... Jungen Hubschrauber schießt auf mich. Der ja. Im Real Life immer so Polizisten behandelt hat, wie auch in GTA, dass du anhältst, sie steigen aus, wieder eingestiegen ist, losgefahren und raudige Welt. Achso, wenn ich aussteige, zack, ich steig mal ganz kurz aus. Jetzt steige ich wieder ein. Okay. Oh, es sind wirklich welche ausgestiegen. Junge! Kev, was soll ich machen gegen 6 Polizisten, die mich eingekesselt haben und auf mich schießen? Das weiß ich auch nicht. Please. Lol, ich bin auch wieder gestorben. Also es ist richtig schwer, aber weil man muss cool, irgendwie ey. Das Glück haben, wieder zurück an die Stelle zu kommen, wo die Polizisten tatsächlich dich das letzte Mal geholt haben. Genau, einmal das, dann musst du die Sterne sofort holen und darfst in der Zeit nicht sterben. Junge, das ist gut, ey. Oh, wir haben viele YOLO-Challenges ne? gespielt. Kann das ich da ist nicht auf jeden Fall was anderes. Ey, die Tür ist bei mir auch zugegangen. Shit. Kann man da nicht gegentreten, aber ich mach's so? Jetzt anders. Nee, geht nicht. So, damit ist die Tür hoffentlich ab. Wenn nicht, dann. Und gut, so, weg mit der Tür. Ist nicht in die Kanalisation, oder? Wo ist Tomek? Nee. Da hinten. Der hat bestimmt schon Sterne. Nee, leider nicht. Wir müssen ja ein bisschen Attacke machen, denn es ist gar nicht so leicht. Mhm. Baller ja war jetzt mal ein bisschen. Ey, was rum. Ich nicht hinbekomme. Ich krieg die Tür nicht ab von so einem komischen Escalade. So, warte, dann fahre ich jetzt erstmal ja, wieder in klar! deine. Ich hab ne weiße Frau angeschossen, direkt Sterne, davor 3 Menschen getötet, kein Problem. Wolltest du sagen, 3 Schwarze davor angeschossen, nix, ey. Ey, ist wirklich so, das ist das amerikanische Prinzip, ey, das verstehe ich auch nicht. Bisschen ungerecht, da, aber that's it. 2 Feuerwehrmänner, 2 Helden. So, schieß mal ein bisschen, komm, einfach, ich will Sterne. I wanna have some stars. Junge, ach, wie du sagst Alter, hier. Die Schwarzen, das juckt dir gar nicht. Das bringt keine Sterne, please. Die sind wahrscheinlich selbst von der... Wir sind nicht rassistisch, das ist GTA. ja, das ist irgendwie Amerika, ne? So, warte, ich bleib stehen. So, ein Stern... Ja, Polizei. Ey, bitte steigt aus. Ich will jetzt den John Cena machen. Steigt wieder ein. Alter, Leute. Ihr wollt mich doch Die wollen mich doch einfach nur verarschen, nice, die Polizisten. Nice, nice. Die sind ausgestiegen, Tomek. Wenn ich jetzt drehe, könnt ihr den zweiten haben. Oh, ich hab ne Idee. Oh nein, ich bin wieder eingestiegen. Da beziehe ich mich mal auf die Kommentare, die ich gelesen habe. Und zwar, dass die... ich verrat's noch nicht, warte. Was? Was für ein Flachsmann kommt mir da entgegen, ey. Ey, ich nutze jetzt die Gunst der Stunde. Ich hab einen Stern. Fuck. Ah, du hast... Aha, mit dem Motorrad? Ja, ich hab gelesen, da geht die John Cena Challenge noch besser. Nice! Aber die steigen einfach nicht aus. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Guck mal, wieso habe ich jetzt auf einmal 2 Sterne? Please! Ganz ehrlich, ich darf ja nur. Junge, steig doch aus! Komm! Ja, Police, ich hab's verstanden. LAPD, alle. Junge, ich fahr doch schon. Ja! Nein! Wieso steigen die immer wieder ein? Ich hab's auch gesehen! Er ist eingestiegen, ausgestiegen, dann wieder sofort. Ich bleib jetzt hier kurz stehen. Ich bin gerade ausgestiegen, es passiert gar nichts. Ey, diese Wichser. Oh! Ja, jetzt sind sie ausgestiegen und. Nein! Sie sind gerade wieder eingestiegen! Junge, das Ding ist, wir müssten eigentlich hier im Team spielen, dass der eine stehen bleibt. Die Polizisten steigen aus. Ey. Alter, vor allem. Yo! Guck dir das an. Nur mit der Pistole macht's nicht unbedingt leichter. 5 Poli.
Fünf, so, sechs, wie viel? Alter. Aus? Vielleicht, wenn ich ein ja. Poliz. Was? Unmöglich. Unmöglich, aber du hast unmöglich? Einen Punkt und führst damit, das gibt's doch gar nicht. Also das Ding ist halt einfach, ein Punkt, ich bin perfekt auf den drauf gesprungen, der war aber schon selber leicht am Fallen. Okay, aber sobald du stehen bleibst, steigen sie aus. Sobald du losfahren willst, die wollen dich halt dann auch sofort chasen. Nein. Aha. Da laufen so viele rum, Tommy, da laufen so viele rum. Oh Gott, ich seh's! Aber jetzt komm! John! Cena! Nein, mit der Tür! Ich krieg die scheiß Tür! Nein, Mann, lass die Tür doch offen! Komm, nochmal in die Fresse, ey. Ich hab ihn mit der Tür erwischt. Und das gibt logischerweise... Und ich bin wieder tot. Yo! Was zum Henker ist das? Nicht, Alter. Mieseste Challenge ever. Da, die Polizisten! Mies schwerste auf jeden Fall. Mein Auto hat es getan. Und direkt danach gestorben, nein. Ey. Nein. Direkt gestorben, Alter. Das ist so heavy. Aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall mal eine Abwechslung. So. Wenn es euch gefällt, Daumen nach oben. Das ist definitiv. Standard. So, ich steig wieder aufs Motorrad. Vielleicht klappt das. Aber man das. Ist beim Motorrad natürlich auch ein leichteres Ziel, ne? Muss man sagen. Ich check's mal einmal hier, wenn ich fahre. Höp. Oh! Sind da noch Polizisten? Ich habe einen Stern. Den. Oh, nice. Da müssen ja noch richtig. Jetzt habe ich drei, sein. Weil ich einen Polizisten geheadied habe. Allein nice. Das macht schon Spaß in der Folge. Okay. Aber hier laufen keine Bullen rum, ne? Ne, der ist jetzt auch mit Motorrad. Hier ist keiner. Alle tot? Ich habe das Gefühl, es gibt ja gar keine Polizisten mehr. Ja, einfach auf die Minimap. Wo ist das nächste Polizeiauto? Komm, da ist haben eins. Wir alle platt. Ah, okay, ich fahre zu Tomek. Okay. Hier sind jetzt Bullen, aber die, Junge... Oh, da sind zwei Polizeiautos. Die wollen nie... Aha, da kommt das nächste. Wir machen das schon gut, dass wir die gemeinsam sammeln, aber die steigen nicht aus. Und ein Hubschrauber schießt auf mich, den kann... Junge, Kev, wie viele Punkte kriegt man, wenn man einen Hubschrauber John Cena hat, Alter? Wenn man es schaffen würde, irgendwie eine Rampe zu finden. 100 Punkte. Ey, ich stehe hier einfach nur auf der Straße. Aber es will keiner kommen. Guck mal, ich stehe jetzt auch hier. Alter, guck dir das an. Und sie steigen aus. Und... Und ich bin einfach nicht schnell genug für John Cena. Ja, ich bin wieder angestiegen. Und? Vielleicht nein, schaffst du's. Ich steige allein. Vielleicht schaffst du's. John Cena. Nein, übers Auto. Nein. Übers Auto gejumpt. Und ja, mit der Shotgun zieht er mich jetzt weg. Ey, das ist so. Es ist. Hast du gesehen? Ich bin möglich. Stehen geblieben, bis sie raus sind. Ey, warte, die stehen da noch. Der eine Polizist. Ey. Was? Wieso ist der auf einmal gefallen? Hast du ihn getötet? Das war der, den du wolltest? Nein, du hast ihn getötet, Kev! Lol, um Sterne zu holen. Und der, das, guck mal, der hat kein Auto. Der wäre nirgendwo eingestiegen. Das war die einzige Chance für uns. Okay, ich hol mal. Das war die einzige Chance. Sabotiert vom eigenen. Warte mal, du machst Rambazamba? Ich bin mit Gas unterwegs. Hep! Nein! Was mache ich? Also hier sind auf jeden Fall. Ich dachte, er springt vielleicht auf der anderen. Aber Motorrad ist auch so leicht links. Ja, ich nehme lieber Auto, also. Komm mit dem Auto besser. Kev, ich habe keine Sterne und die verfolgen dich die ganze Zeit. Nein! Ich habe es nicht geschafft abzuspringen. Gib Vollgas, Junge! Ich habe ihn mit dem Vorderrad erwischt. Komm. Hier sind Polizisten! Was? Nein! Ey, das kann doch nicht sein. Beende ich diese Challenge mit 0 Punkten, please. Ey, also ganz ehrlich genommen, ich glaube, ich habe auch keinen Punkt. Wenn ich jetzt sehe... Oh, da steht einer! Ich muss nur die scheiß Tür abkriegen. Nee, ey, ganz ehrlich... Nee, nein, ich weiß nicht. Ich will eigentlich so lange spielen, bis ich... Also ein Punkt muss sein. Tomek, da ist einer, der steht da! Komm, kriege ich die Tür raus? Aber er steht auf der falschen Seite, ich muss wenden. Ey, wieso schließt du so schnell die Tür, du Idiot? Weißt doch ganz genau, welche Challenge gerade ansteht. Hier ist ein Polizist! Und so hat es natürlich... hinter ihm. Ohne Witz. Polizeiauto. Schade, dass man die Tür nicht so abtreten kann. Alter, ich erstmal überfahre ich den, weil der geht mir voll auf die Nüsse, dieser Polizist. Auf die Nüsse. Oh, Leute. Vom eigenen also geklaut, der Timer hat schon zugeschlagen, Käfer, aber ich kann das Was? Nicht... Aber das... Nee. Ich kann das nicht auf mir sitzen lassen. Nee, zwei, drei Minuten definitiv noch. Ey, das gefällt mir nicht. Ich brauche ein Motorrad. Da fühle ich mich direkt freier. Okay, so, Tür ist ab. Oh, so. Der eine Typ steht. Der Wind weht mir um die Glocken. Oh, shit, nee, die nicht. Der Wind weht mir um die Glocken. Hier ist ein Polizist. John. Ey. Wieso? Wo ist der, Tomek? Wo ist der? Da.
Ich bin auch auf dem Weg! Nein, ich habe mit dem Motorrad gestriffen. Was für ein Polizist ist das? Der wird einfach nur von Autos angefahren, damit Leute rausspringen können. Oh, gleich bin ich wieder tot. Da schon wieder! Ah, sie schießt auf mich! Nein! Er ist vor das Auto gesprungen, ist das ein Wichser. Nochmal. Ist ja nicht so, als hätte ich das Problem, ne? Oh shit! Also hier stehen jetzt richtig viele, ne? Ich bin auf dem Weg, aber ich sehe sie gerade nicht. Wo stand? Hier stand doch einer an der Seite. Die sind alle schon wieder eingestiegen. Das gibt's doch nicht. Ich warte. Muss doch irgendwas sein. Ich warte. Ich will einen umreißen. Das muss sein. Das geht nicht. Ich will auch einen richtig umreißen. Richtig, sonst ist das nicht John Cena Hashtag slash Randy Orton. Ich helfe uns jetzt mal ein bisschen. Ja, richtig so. LOL! Okay. Wir haben mich selber gesprengt. Vielleicht steigen sie jetzt auch. Och Mann, ihr blöden Polizisten. Ah, da steht einer! Er läuft! Und Papi fährt hinterher! John Cena! Nein! Kev! Hast du ihn nicht gehabt? Kev, können sich Polizisten wegducken? Ich glaube, die können wegspringen. Ey. Das ist das Schwierige. Nein. Kev, ich bin perfekt gesprungen. Er dreht nur ganz ein bisschen seinen Kopf, sieht mich im Augenwinkel, duckt sich weg. Also entweder ich sehe das komplett falsch oder GTA ist OP. Ich glaube, GTA ist einfach OP. Ja, Mann. Was zum Teufel war das denn? Ich werde mir das definitiv später nochmal reinziehen, aber... Okay, sie stehen. Der steht! Kann ich ab ihn! John Cena! Junge, gerade mit meinem Knie habe ich noch seinen dreckigen Kopf erwischt. Da dreht ich nochmal nach. Dich habe ich erwischt. Nein, diesmal ist er nicht gesprungen. Ist das ein Wichser? Wie ich das feier, Kev. Wo bist du eigentlich? Alter, ganz ehrlich, ich glaube, du hast den regelkonformen Punkt. Aber ich will's jetzt keine auch, Ahnung, geht's ey. Mir geht gar nicht ums Gewinnen. Ich will jetzt einmal noch das Ding haben. Ja, komm, wir machen einfach weiter. Da steht einer, das ist eine brutale Challenge. Probiert es einfach selber aus, ihr Lieben. Ich bin an ihm vorbeigesprungen. Es ist schon wieder passiert. An ihm vorbei, habt ihr es gesehen? Okay, dann machen wir es jetzt anders. Jetzt, komm, ein bisschen Bro-Power-Teamwork. Ich steige jetzt, also ich sorge für Rambazamba. Bleibe stehen, die Polizisten müssen ja alle raus. Und dann fährst du im John Cena-Style mindestens einen um. Oder Minimum. Kev, Challenge, Minimum, zweite Bro Challenge. Power. Zwei mit einem Streich. Alter, ich glaube, das ist nipper possible. Das ist heftig. So eine Challenge kann man nur mir einfallen. Okay. So. Da, Daddy ist im Polizeiauto. Achso, aber du hast dadurch Sterne, ne? Ich hab drei, ich bleib jetzt hier stehen. Hä, wieso fällt er auf einmal um? Ich bleib jetzt hier stehen. Sollen sie mal auf mich schießen? Komm, ich lauf mal ein bisschen rum. Ich mach jetzt gar nichts. Hauptsache, Kev reißt ihn jetzt auch. Hä? Die wollen dich gar nicht. Doch, der eine. Da. Nein! Der ist totgeschossen worden, von wem auch immer. Von mir oder was? Der eine hier? Nein, ich bin schon wieder tot, ey. Das ist unbelievable. Oh, die steigen. Ich muss mir aber im Nachhinein auch nochmal diesen Move angucken, wo ich den John Cena gerissen habe. Ja, ich denke, das hat gepasst. Keiner. Warte, wir sind so dämlich, Tomek. Wieso? So dämlich. Jetzt sag bitte was. Wir fahren einfach auf den Highway. Und irgendwann kommt doch Straßensperren, wenn du 4 Sterne hast. Und da stehen Polizisten. Ich glaube schon. Okay, das können wir ja beim nächsten Mal machen. Kev. Da ist ein Polizist, der schießt dich ab. Ja, genau. Dann komm. Ich lauf jetzt. Ich lauf hier einfach rum. Ich hab's gesehen. Ja. Ich hab ihn. Wie geil. Damit sind wir beide John Cena würdig. Dieser Freudenausstoß. Leute, schaut euch das gerne nochmal an. Spult noch die paar Sekunden zurück. Und jetzt den nächsten. Alter, voll mit dem Kopf das Auto geküsst. Okay, das wird wohl nichts. Es hat Spaß gemacht, es war geil. Check Tomek aus. Mega geile Bro-Action. GTA Challenges. Nächstes Mal wieder dabei sein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Leute.